Gefühle sind überall wichtig. Gefühle tauchen überall da auf, wo wir in Beziehung gehen, mit Menschen oder auch mit Situationen und wo uns etwas wirklich wichtig ist. Mitarbeiter, die keine Gefühle haben bei der Arbeit, sind Mitarbeiter, denen die Arbeit nicht wirklich wichtig ist. Natürlich stellt uns das dann vor die Frage, wie wir gut mit den Gefühlen umgehen können. Und da wird mir immer wieder gesagt, dass es an grundlegenden Informationen fehlt. Es braucht Aufklärung. Wir wissen nicht, wofür Wut eigentlich da ist. Wir wissen nicht, wie wir diese Kraft konstruktiv einsetzen können in Verhandlungen, bei Entscheidungen, in Konfrontationen, in Konflikten. Und das Gleiche gilt auch für Trauer, Angst oder Scham. Und auch die Freude kommt im Berufsalltag oft zu kurz. Aber all das ist ehrlich gesagt für mich nur die Spitze des Eisberges. Ich sehe Unternehmen heute gefordert, eine tiefe Transformation zu durchlaufen. Nicht alle Unternehmen, aber sehr viele. Viele haben sich auch schon auf den Weg gemacht. Warum? Wir stehen heute als Menschheit vor riesigen Herausforderungen. Und den meisten Menschen ist inzwischen klar, dass wir so nicht weitermachen können. Unternehmen haben eine ganz wichtige Aufgabe bei der Lösung dieser Probleme. Und nicht nur eine Aufgabe, sie haben auch ein großes, großes Potenzial. Das erfordert jedoch nicht nur ein grundlegendes Umdenken, sondern auch ein ganz neues Spüren von, was uns als Menschen wirklich wichtig ist. Für dieses Spüren brauchen wir unsere Gefühle. Anders ausgedrückt, das Potenzial für die Transformation Ihres Unternehmens liegt schon jetzt in den Herzen der Mitarbeiterinnen und Führungskräfte, die dort tätig sind. Ich habe es in den letzten Jahren in Unternehmen ganz unterschiedlicher Größe, auf unterschiedlichen Hierarchieebenen immer wieder beobachten können, wie Menschen Schmerz haben, den sie aber nicht zulassen. Sie haben Schmerz, weil sie Dinge tun, Entscheidungen treffen, die nicht mit ihren Werten, mit ihrem Herzen vereinbar sind. Aber es ist tabu, das überhaupt anzusprechen, weil wir immer noch das Ideal haben von einem rein rationalen Mensch, der wie eine Maschine funktioniert. Dieses Bild funktioniert in der Praxis überhaupt nicht. Und es führt dazu, dass wir mit uns selbst und miteinander umgehen, als wären wir Maschinen, obwohl wir es nicht sind. Wenn wir Gefühlen im Arbeitsalltag wieder einen Platz geben, dann geben wir auch einen Platz für Menschen, die spüren, dass etwas nicht stimmig ist und die das artikulieren können, ohne es sofort rational untermauern zu müssen. Solche Situationen haben sich immer wieder als Wendepunkte, als potenzielle Wendepunkte erwiesen. Und wenn dann eine Kultur da ist, wo gemeinsam geforscht werden kann, wohin gespürt werden kann, wo man gemeinsam schauen kann, was müsste sich denn ändern, damit unser Wirken, unser Handeln, unser Sein in der Welt im Einklang ist mit dem, was wir uns von tiefstem Herzen wünschen, dann beginnt die Transformation von innen. Gefühle sind daher für mich mehr als einfach nur Teil eines modernen Skillprofils, wo wir dann noch effizienter das machen können, was wir sowieso schon tun. Das ist viel zu kurz gegriffen. Gefühle sind die Brücke zu unserer Menschlichkeit. Und diese Menschlichkeit brauchen wir heute in der Wirtschaft mehr denn je. Die meisten Modelle, die ich zu emotionaler Kompetenz kenne, zielen darauf ab, sogenannte negative Gefühle zu reduzieren und sogenannte positive Gefühle zu stärken. Dagegen ist ja per se nichts einzuwenden. Nur habe ich im Laufe der Jahre herausgefunden, dass diese sogenannten negativen Gefühle wichtige Funktionen erfüllen. Gefühle wie Wut, Trauer, Angst oder Scham haben sich im Laufe der Evolution meines Erachtens entwickelt, um uns bei der Lösung von Problemen und bei der Begegnung mit Herausforderungen zu unterstützen. Wenn wir nun versuchen, diese auszublenden oder zu minimieren, dann gehen dabei wichtige Problemlösungsstrategien und auch soziale, menschliche Kompetenzen verloren. Der Gefühlskompass gibt den 5 Grundgefühlen Wut, Trauer, Angst, Scham und Freude einen Platz und zeigt auf,
dass jedes dieser Gefühle einen positiven, kraftvollen Aspekt hat, der wirklich konstruktiv wirkt und natürlich einen sogenannten negativen oder Schattenaspekt. Bei den schwierigen Gefühlen sind die meisten Menschen mehr mit dem Schattenaspekt vertraut. Aber ich kann es ja schon mal verraten, auch unser Lieblingsgefühl Freude hat einen Schattenaspekt. Der große Vorteil von dem Gefühlskompass ist, dass er nicht nur diesen Gefühlen ihren angestammten Platz zurückgibt, sondern er ist auch sehr niederschwellig zugänglich. Ich habe im Laufe der letzten Jahre mit einer großen Anzahl von Mitarbeitern und Führungskräften in ganz unterschiedlichen Unternehmen mit diesem Modell gearbeitet und habe dabei festgestellt, dass es sowohl Menschen fasziniert, die sich schon viel mit sich selbst und mit persönlicher Entwicklung befasst haben, als auch Menschen, die sich noch nie damit befasst haben. Und das schafft ein verbindendes Element. Wir alle haben Gefühle, auch bei der Arbeit. Nur wird nie darüber gesprochen. In meinen Trainings erlebe ich immer wieder, wie befreiend es für Menschen ist, miteinander ins Gespräch zu kommen. Über ihre Schammomente, über ihren Umgang mit Wut, über Trauer oder auch Angst, auch bei der Arbeit. Vor inzwischen 10 Jahren habe ich ein Buch veröffentlicht, Gefühle und Emotionen, eine Gebrauchsanweisung. Wieder erwarten wurde dieses Buch ohne PR oder irgendwelche Anstrengungen von meiner Seite zu einem echten Bestseller. Und zwar nur, weil Menschen es sich gegenseitig weiterempfohlen haben. Ein seltenes Phänomen. Und so hat es eben seinen Weg auch in die Businesswelt gefunden. Weil dort natürlich Gefühle schon immer eine Rolle gespielt haben. Ich habe dann in den letzten Jahren mit einer großen Anzahl von Menschen in Unternehmen arbeiten dürfen und sie in das Kompetenzmodell des Gefühlskompasses einführen dürfen. Und dabei habe ich festgestellt, egal wer, egal wo, egal mit welchem Hintergrund, Gefühle spielen eine riesige Rolle im Arbeitsalltag. Und durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konnte ich im Laufe der Jahre eben herauskristallisieren, was die Bedeutung von Gefühlen in Unternehmen ist und was Mitarbeiterinnen und Führungskräften helfen kann, mit Gefühlen so umzugehen, dass sie wirklich konstruktiv im Arbeitsalltag wirken können. Gefühle at Work ist bewusst kompakt gehalten für Menschen, die viel beschäftigt sind. Es richtet sich vor allem an Führungskräfte, HR-Verantwortliche, Coaches, Trainer und Berater, aber auch an Menschen, die einfach in Unternehmen tätig sind und sich für das Thema Gefühle bei der Arbeit interessieren. Zum einen gibt es eine grundlegende Einführung zum Thema emotionale Intelligenz und Kompetenz, wo ich mein Kompetenzmodell auch mit gängigen Modellen abgleiche, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeite. Ich beziehe mich auch immer wieder auf aktuelle Studien, die zeigen, welche Rolle bestimmte Gefühle bei der Arbeit spielen und wie wir gut mit ihnen umgehen. Außerdem gibt es einen Anhang mit zusätzlichen Ressourcen, bestimmten Übungen für Einzelne, für Teams und auch für das ganze Unternehmen, damit das Unternehmen sich so entwickeln kann, wie es mit unserem Herzen im Einklang ist. Gefühle at Work, wie emotionale Kompetenz Unternehmen transformieren kann, ist eine kompakte Einführung in die Welt der Gefühle bei der Arbeit. Es lohnt sich, einen Blick in dieses wichtige Tabuthema zu werfen, das jeden Tag in jedem Unternehmen, in jeder Besprechung, bei jedem Thema eine Rolle spielt. Ob es uns gefällt oder nicht, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht.